Wir wollen einfach unser Spiel spielen, wissen, was wir aufs Parkett bringen können und sind sehr selbstbewusst, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber ich habe sehr, sehr lange und sehr hart dafür gearbeitet. Weiß, wie gut ich bin, weiß, was ich auf dem Feld bringen kann. Natürlich kennt mich Gordy auch schon von Frankfurter Zeiten, deswegen ist es auch eine gute Sache, dass man da auch ein bisschen die Connection hat. Aber unser erster Rang ist ja immer, jedes Spiel zu gewinnen. Natürlich auch hier die Europameisterschaft zu Hause zu haben, was auch eine coole Sache ist. Und ich glaube, jemand auch so einen extra Push gibt, besser zu spielen, wenn man halt zu Hause spielt. Also deswegen ist schon, da steht am ersten Rang auf jeden Fall schon, die ganzen Spiele zu gewinnen. Alle kennen sich immer noch, auch von der Jugendnationalmannschaft, was auch immer cool ist. Also für mich so Bennett und Kostja beispielsweise wieder zu sehen, also ist eine Freude. Aber nee, es läuft gut. Die ersten paar Tage sehr, sehr viel Offensive gemacht und jetzt heute auch mal mehr Sachen reingepackt, systematisch und Defense gemacht. Wenn wir in solche Spiele immer reingehen, gucken wir halt sehr, sehr viel auf uns selbst, was wir machen wollen im Spiel. Und wir wollen einfach unser Spiel spielen, wissen, was wir aufs Parkett bringen können und natürlich wissen auch, dass die Estländer ziemlich gut sind, aber sind sehr selbstbewusst, dass wir das Spiel gewinnen können. Sozusagen wie so ein Bruder ist auf der rechten Seite, auch in der League, mit ihm öfters immer am Telefonieren, davor Natze angerufen, telefoniert und so weiter und so fort. Und natürlich kennt man sich in der Liga auch die Spieler an und so weiter. Natürlich cool, dass er hier ist, gut, dass er hier ist, brauche ihn auch in der Nationalmannschaft und jetzt versuchen wir, wie ich gesagt habe, einfach mit dem ganzen Team, mit allen Leuten, die wir gerade haben, halt diese perfekte Teamchemie zu bekommen. Und Dennis da zu haben, der jetzt auch schon ein paar Jahre hinter sich hat in der ganzen Mannschaft, ist halt auch eine gute Sache. So eine Eurobasket zu Hause zu haben, und da, ich glaube, da kommt dieses kleine Kribbeln im Bauch wieder zurück. Und wie gesagt, wir sind alle hungrig. Wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Truppe. Und wenn es so weit ist, werden wir auf jeden Fall bereit sein. Einfach persönlich verbessern. Ich kann momentan wirklich davon arbeiten, dass ich irgendwie an meinem Game, auch an meinem Game kann wieder findet mäßig. Und deswegen mag ich es auch immer wieder zur Nationalmannschaft zu kommen, weil natürlich kennen wir die Jungs und untereinander kennen wir uns jetzt alle und so weiter und so fort. Aber halt einfach hier zu spielen und natürlich auch für Deutschland zu spielen, ist auch immer eine gute Sache. Und ich habe das Gefühl, dass hier immer, dass mir irgendwie manchmal leichter fällt. Letztes Jahr, als ich gekommen bin, weiß ich noch, es ist ein bisschen schwieriger für mich, reinzukommen. Aber dieses Jahr fühlt es sich irgendwie so, als ob es viel flüssiger war und einfacher war für mich, einfach wieder reinzukommen. Noch nicht wirklich so darüber nachgedacht. Könnte ich sehen. Könnte ich in der Zukunft auf jeden Fall sehen. Aber momentan denke ich halt immer das nächste Spiel. Bei uns natürlich ist es jetzt Donnerstag. Und ja, ich glaube, da ist es momentan so mein Kopf.